Ja, hallo, ich grüße euch. Und zwar, es gibt ja auch noch kostenlose Flugsimulatoren. Und ein ganz bekannter ist Flight Gear. Das ist auch eine zivile Flugsimulation. Also da wird nicht rumgeballert oder so. Gibt es aber auch noch eine, die zeige ich euch dann auch noch. Ja, Flight Gear, ne? Mal draufklicken. Und da haben wir hier auch schon ein paar Bilder. Das ist hier, das ist eine Werbung. Das heißt War Thunder. Das ist auch kostenlos, aber das kann man nur online spielen. Und ich habe mir ein Testvideo dazu angeschaut und das fand ich, der meinte auch selber, das ist nicht sehr realistisch. Da geht es mehr um das Rumballern halt, ne? Ja, wollen mal gucken. Gibt es hier ein paar Screenshots? Ich glaube, ich muss noch mal die eine Heizung anstellen. Ist so kühl hier drin. So, hier gibt es ein paar Screenshots, ein paar Bilder. Wo habe ich denn die gefunden? Bei About Gallery 2.1. Und da gibt es Bilder. Also ich fand das, ich habe das schon mal installiert gehabt vor ein paar Jahren, da gefiel es mir eigentlich nicht so gut. Hier kann man weiterklicken. Es ist also überhaupt nicht vergleichbar jetzt mit X-Plane oder Microsoft Flugsimulator. Aber vielleicht ist es ja besser geworden. Ich habe es halt, naja. Naja, nicht wirklich. Aber es kommt ja auch, oh, sehr pixelig hier. Von der Auflösung nicht so gut hier. Aber vielleicht fliegt es ja ganz gut. Ich werde es mal gleich runterladen und mal installieren und mal gucken. Und so weiter. Gut, komme ich nie raus aus der Nummer. Download Central Flight Gear 2023.3 für Windows. Für 7, 8 und 10. Or update from an earlier. Oder eine frühere. Ich kann es euch ja auch mal kurz übersetzen. Das ist ja jetzt der Firefox, der kann ja jetzt auch übersetzen. Seite übersetzen. Übersetzen. Der ist allerdings ein bisschen langsamer als Google. Aber immerhin. Übersetzt das, das ist schon mal sehr gut. So, da hat es übersetzt. Download, neueste stabile unterstützte Version. Hier können Sie weitere Flugzeuge herunterladen. Das gucke ich mir mal an. Ja gut, die finanzieren sich halt durch Werbung. Das mache ich übrigens auf meiner Webseite ja auch, nicht? Weil so eine Webseite kostet ja auch Geld, ne? Server muss man mieten und man muss das Ding pflegen und alles, ne? Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Ja, wo sind denn nun die Flugzeuge? Third Party. Hier wahrscheinlich. Ach, das sind ja gar keine Bilder. Naja gut, da muss man sich halt ein bisschen auskennen mit den Flugzeugen oder mal googeln, was das ist. Weil das sind alles ZIP-Dateien, also das sind Archive, gepackte Dateien. Und ja gut, C-130 Herkules, das ist diese große Militärmaschine, die hier in Wunsdorf zum Beispiel auch stationiert sind. Oder Blériot, das ist ja dieses französische, so ein ganz uraltes Flugzeug. Bluebird, Bo Fighter, oh, der ist auch gut, das ist aus dem Zweiten Weltkrieg.
ich glaube, zweimotorig, glaube ich. Macht einen Mordslärm. Ah, ist das Segelflieger? ASK-13. Ist das. Nee, ich hatte doch eben. Habe ich nicht eben Falke gesehen? Naja, egal. Ja, lade ich das mal runter. Download Central. Mal gucken, wie groß das ist. Ach so, das ist hier bei SourceForge. Das sind ja SourceForge, das sind lauter kostenlose Programme, so Open Source Programme halt, ne? So, angeblich startet der Download von alleine, aber er tut es gerade nicht. Aktualisiere ich das halt mal. So, jetzt. Ja, jetzt. Download. Mal sehen, wie groß das ist. Ach, ich verdecke das wieder mit meinem Bild gerade, ne? Also ich kann es euch ja verraten, es sind 1,8 Gigabyte. Also vergleichsweise klein. Denn ich habe kürzlich noch einen anderen kostenlosen runtergeladen, der heißt Rise of Flight. Und da geht es um, den habe ich schon runtergeladen, ne? Und da geht es, den werde ich auch mal installieren. Und da geht es um Doppeldecker, da geht es um den Ersten Weltkrieg. Der war ja von 1914 bis 1918. Und da gibt es diese wunderschönen, der ist grafisch viel besser. Und der ist auch von der Flug, ich hatte den schon mal installiert, von der Flugphysik ist der auch viel besser. Ja, wunderschön hier, ne? Und ist allerdings halt zum Rumballern. Da schießt da gerade so ein Heißluftballon oder was ist das? Ein Ballon auf jeden Fall. Nee, kein Heißluft. Das ist ein Heliumballon. Wasser oder wahrscheinlich sogar Wasserstoff. Der explodiert ja so schön. So ein Aussichtsposten. Holt er vom Himmel. Ja, da gibt es dann so Missionen, wo man mit mehreren zusammen irgendwas erledigen muss, irgendwas beschützen muss oder was aufklären muss und dann wird man plötzlich angegriffen und muss dann halt zusehen, dass man da heile wieder rauskommt. Ah ja, hier kann man auch, einen Zug kann man auch kaputt machen. Ah ja, jetzt geht es wieder von vorne los. Ja, das werde ich jedenfalls auch mal installieren. So, was hat er denn jetzt? Oh, der lädt aber langsam runter. Naja, gut, dann mache ich erstmal eine Pause und dann melde ich mich wieder, wenn es soweit ist. So, jetzt habe ich es runtergeladen und jetzt kann ich hier, das ist nämlich eine Exe-Datei, FlightGear 2020.3.19 Exe. Brauche ich einfach nur draufklicken, ausführen. Wo ist er hin? Ach, da ist er. So, jetzt will er wissen, in welcher Sprache das. Ach, das ist ja erfreulich. Auf Deutsch. Es gibt noch Englisch, Spanisch, Französisch, Holländisch, Polnisch und das unterste ist wahrscheinlich Russisch. Donnerwetter, so viele Sprachen. So, dann haben wir hier das übliche Lizenzvereinbarung,
GNU, General Public License. Installiere ich mal einfach dahin, oder? Anlegen, installieren. Also ich habe ja hier eine SSD-Festplatte auf dem Rechner. Deswegen geht das eigentlich immer sehr flott. Ja, ich bin mit diesem Billig-PC eigentlich sehr zufrieden. Der ist schön schnell. Und durch diese zusätzliche, der hat ja eine Onboard-Grafikkarte, ne? Aber die geht für Spiele überhaupt nicht gut. Deswegen habe ich mir diese von Nvidia mit 4 GB RAM, die hat einen passiven Lüfter, das fand ich auch gut, ne? Der macht also überhaupt keinen Krach. Und die habe ich mir für wenig Geld dazu gekauft. Dann hatte ich insgesamt ja 500 Euro ausgegeben für den kompletten Rechner und bin sehr zufrieden. Also Windows 11 ließ sich einwandfrei drauf installieren, also durch ein Update. Es war eigentlich Windows 10 drauf. Da musste ich dann, wie gesagt, im BIOS diese, ich glaube, das heißt TPM oder so, freischalten, und das war das einzige Hindernis für die Windows 11 Installation, und dann ging das. Windows 11 also hat bis jetzt überhaupt keine Probleme gemacht. Ich kann auch von der Geschwindigkeit her keinen Unterschied feststellen. Sind bis jetzt auch keine Programme abgestürzt, die vorher liefen oder so, ist alles einwandfrei. So, jetzt haben wir es ja gleich. Bin ich mal gespannt, was wir da zu sehen kriegen. Ah, jetzt wird es langsam wärmer. Was haben wir denn? 17,7. So, da die letzten Mohikaner. Jo, das war's. Jetzt ist es installiert. Ich mache mal den Browser weg. So, ich habe mal den Icon hier hingezogen. Dann wird er wahrscheinlich im linken Fenster sich öffnen, oder? Okay. So, dann haben wir hier so ein kleines Fenster. Hier ist aber auf Deutsch immerhin, ne? Ich mache das erstmal groß. Also hier sieht die Grafik von dem Flugzeug besser aus. Ist nicht so stufig. So, hier steht Aircraft Cessna 172. Bisschen Text, aber auf Englisch. Ach so, das ist das Flugzeug, was jetzt gerade ausgewählt ist. Nehme ich mal an. Hier kann man auf Flugzeug klicken. Hier ist so ein Doppelpfeil. Ach so, da gibt es verschiedene Versionen scheinbar. Werden aber nicht angezeigt. Image Classified. Ja, scheinbar hat man nur ein Flugzeug mit in verschiedenen Ausführungen. Favoriten, durchsuchen, Aktualisierungen. Derzeit sind keine Aktualisierungen verfügbar, also gibt es nur ein Flugzeug. Aber wie gesagt, ihr habt es ja gesehen, man kann sich ganz viele noch zusätzlich runterladen. So, mal sehen. Hier kann man sich einen Ort aussuchen. Suche nach Flugplatz. Ich gebe mal Frankfurt ein.
Frankfurt, dann haue ich mal auf die Enter-Taste. Frankfurt, EDDF, das ist das ICAO, das ist richtig. Gibt auch noch Frankfurt-Hahn. Dann gibt es noch Egelsbach, das stimmt. Das ist bei Darmstadt. EDFE. Dann gibt es hier noch FR Frankfurt NDB. Was ist denn das? Ach so, das ist. Aber in Amerika gibt es ja auch Frankfurt, ne? Und alles Mögliche. Was ist hier in Deutschland? Auch Heidelberg gibt es da auch. Nehmen wir mal Frankfurt am Main. Ui. So, jetzt mache ich mit dem Mausrad, mache ich mal so hin und her. Und dann sehe ich hier die verschiedenen Landebahnen. Also eine sehe ich hier zumindest. Also diese Zahlen haben immer mit der Windrichtung zu tun, nicht? Also das sind die Gradzahlen der Windrichtung. Also ein 7 Grad ist ziemlich nördlich. Das wird wohl diese hier sein, oder? Nee. Ah ja, man kann es auch schieben. Piste 07 im Endanflug, nein. Man kann auch hier eine Geschwindigkeit schon auswählen und eine Höhe. Dann muss man nicht vom Boden starten, nehme ich mal an. So, hier haben wir das Wetter. Tageszeit aktuell, das ist jetzt aber zu dunkel. Machen wir mal hier Mittag. Jahreszeit, ach so. Wetter, aktuelles echtes Wetter. Das kann er also, aha. Aktuelle Wetterdaten für Standort im Simulator von NOAA Server runterladen. Verbessertes Wettermodell. Ergibt nicht zwingend das genaue Wetter und sollte nicht im Multiplayer benutzt werden, da die Wettersimulation nicht über das Netzwerk übertragen wird. Gut, dann machen wir halt mal auch verbessertes Wettermodell. Dann ist das hier oben ja hinfällig, Jahreszeit, ne? Einstellungen. Da, hier ist jetzt auch wieder auf Englisch. Multiplayer brauchen wir nicht. Downloads. Download Scenery automatically. Das ist ja cool. Da mache ich mal einen Haken hin, also beziehungsweise das aktiviere ich mal. View Window, Start Full Screen. Ne, das lasse ich mal erstmal. Renderer, Atmospheric Light Scattering. Lassen wir mal so. Rembrandt. Ach, das ist so ein Renderer, glaube ich. The ALS Renderer uses a sophisticated physical atmospheric model and several other effects to give realistic rendering of large distances. Also das scheint ein ganz guter Renderer zu sein. Anti-Aliasing off. Das muss aber auf mindestens 2 sein. Eher 4. Also beim. Wieso geht denn der nicht? Geht nicht. Additional Settings. Hier ist nichts weiter. Add-ons gibt es auch noch. Flugzeughangars, Entsammlung von Flugzeugen. Der offizielle Flight Gear Hangar ist nicht eingerichtet. Zum Hinzufügen hier klicken. Was ist denn das? Flight Gear Aircraft Distribution for 2020 Versions. Keine Ahnung. Zusätzliche Flugzeugverzeichnisse. So. Und wie fliege ich jetzt los? Fliegen. Ach, hier ist ja ein Knopf. Ja, und woher war, habe ich jetzt einen Joystick aktiviert oder nicht? Ich habe ja hier einen Joystick. Das habe ich jetzt bei Einstellungen vermisst.
Da gibt es keine Einstellungen. Sehe ich jedenfalls keine. Ja, dann gehe ich mal auf Fliegen, mal gucken, was so passiert. Öffnet sich ein kleines Fenster. Das werde ich gleich mal maximieren, aber erstmal abwarten, was er da treibt. Die Schrift ist hier nicht gut gerendert, sehe ich gerade. Es ist so grüsselig. Hier oben ist es gut. Zum Steuern der Blickrichtung die Maus bei gedrückter rechter Taste bewegen. Ja, das ist ja genau wie im X-Plane und im Microsoft Flugsimulator. Herunterladen der Szenerie, das macht er jetzt live, das ist gut. Das macht er also genau wie im Microsoft. Aha. Jetzt wüsste ich natürlich gerne, was für eine Szenerie er sich darunter lädt, ne, wo er die jetzt herkriegt. Ob er die von Google nimmt oder von Bing oder noch eine andere. Also wahrscheinlich OpenStreetMap könnte ich mir vorstellen, weil das ist ja auch Open Source. Und das FlightGear ist auch Open Source, das würde ja passen. Herunterladen der Szenerie. Ja gut, wie groß jetzt, wie viel Szenerie herunterlädt, weiß ich jetzt auch nicht. Oh, das ist ja einiges am Schaffen hier, ne? Das geschieht beim Microsoft so irgendwie im Hintergrund. Na, ich mache mal auf Pause, das scheint ja noch zu dauern. So, jetzt ist er fertig. Eben hat die was auf Englisch gesagt, irgendwas von Help Tutorials. Hier kann man so draufklicken. Ja, das ist ja so richtig schön altbacken hier mit dem Menü hier oben. So, jetzt bin ich mal auf Vollbild gegangen. Jetzt kann ich hier mit dem Maus, also rechte Maustaste gedrückt halten und dann kann ich hier so gucken. Da sieht man das Gras, also die Textur. Wieso bin ich denn überhaupt auf dem Gras? Jetzt mache ich mit dem Mausrad, da passiert nichts. Dann mache ich mal Minus auf der Steuerung, Minus, Shift, Minus. Alt minus. Nee, also mit Zoomen habe ich hier erstmal noch nichts hingekriegt. Ah, es hat Stereo. Rechts und links. Das ist ja gut. Hier kann man gucken, kann man auch nach hinten. Nach hinten geht es so als weitestes. Weiter geht's nicht. Und hier so. So, was kann ich denn hier jetzt machen? Autostart. Wie kann ich denn jetzt? Ich drücke mal irgendeine Taste auf dem Joystick. Ah, da hat er schon was vorprogrammiert. Ah ja, jetzt habe ich hier dieses Horn, wo man so rechts und links machen kann und oben und unten. Auf dem Joystick, das hat er also automatisch so belegt. Jetzt drücke ich mal einen anderen Knopf. Ah ja, ich habe jetzt hier so einen Knopf für die ganzen Views, für die ganzen Ansichten. Naja, das sieht jetzt ja nicht so toll aus. Wie komme ich wieder ins Cockpit? Ah, jetzt bin ich wieder im Cockpit drin. Bin ich auf der anderen Seite. Jetzt bin ich auf der Co-Pilotenseite. Jetzt bin ich auf der Pilotenseite. Jetzt kann ich aber auch mit dem Horn mich bewegen in dieser Ansicht.
Ja, da sind die paar Heftchen. Gebrauchsanweisung für das Flugzeug. So, jetzt drücke ich wieder auf den View-Schalter. So, der Motor läuft ja angeblich. Jetzt mache ich mal Gas. Ja, tatsächlich. Ach, die Bremse ist schon gelöst. Er rollt ja. Nur jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich die Flaps. Naja, gut, ich kann die auch zur Not ohne starten. Ne? Oh, Entschuldigung. Jetzt mal mit dem. Ah, jetzt kann ich mit dem Mausrad rein und raus zoomen. Ich will mal gucken, ob ich die Fla also Querruder geht. Seitenruder, Höhenruder geht. Flaps. Tja, da drücke ich mal hier irgendwas. Auf meinem. Ah, hier, da sind die Flaps. Also hier habe ich einen Knopf Nummer 5, da gehen sie nach unten. Noch weiter nach unten, mit 6 gehen sie wieder hoch. Ah ja, dann mache ich sie mal runter. Das müsste eigentlich reichen. Das sind diese, ich glaube, 15 Grad. Ach, dann rolle ich da jetzt einfach mal los. Aber von Schnee ist nichts zu sehen, ne? Soll ja angeblich. Aber vielleicht ist in Frankfurt kein Schnee, weiß ich jetzt gar nicht. So, ich will jetzt einfach mal schnell in die Luft. Ist mir jetzt egal, ob ich hier richtig bin oder nicht. Oh, der ist ja am Rumeiern. Wohl Seitenwind. So, ist die Kiste in der Luft. Ja. So, ich habe auf 6 gedrückt, dann geht es. Geht die Landeklappe wieder hoch. Ja gut, also hier, das ist natürlich nichts, ne? Das erinnert mich aber schwer an ganz, ganz alte Zeiten. So, jetzt wechsle ich hier mal die Ansicht. Ah ja, hier gibt es auch einen Vorbeiflug. Das ist ja schön. Noch ein Vorbeiflug. So, jetzt sind wir drin. Das ist jetzt so. Jetzt kann man hier rausgucken. Fliegt gerade nicht so eigenstabil. Vielleicht ist es auch Wind. So, wie viel Umdrehung haben wir denn jetzt? Ach, da. 2000 Umdrehungen im grünen Bereich, da unten links über dem Steuerrad. Wie viel? 80 Knoten, 160 Stundenkilometer ungefähr. So, jetzt sind wir wieder draußen. Jetzt werde ich mal die so nach unten gucken. Ah ja, da sieht man diese. Das soll fotorealistisch sein. Nee. Hier, das stimmt ja hier gar nicht. Also vielleicht sind das verschiedene Texturen vermischt, das kann sein.
Vielleicht sind da ein paar fotorealistische mit dabei. Jetzt ist das Wetter nicht so gut. Mal sehen, wie ich auf P drücke. Nee, keine Pause. Shift P, Alt P. Grafikoptionen. Flug zurücksetzen, Bildschirmfoto F3, Sound, Maus, Joystick-Konfiguration. Ah ja. Ort, Umwelt, Wetter, Basic Weather, Detailed Weather. Jetzt spricht er wieder Englisch. Live Data, und da werde ich mal auf Fair Weather gehen. So, schon haben wir, kann man ein bisschen mehr sehen halt, ne? Aber ich wollte mir die Textur mal anschauen. Ah ja, das ist natürlich kein Vergleich, ne? Aber es ist kostenlos, immerhin, ne? Ah, da sieht man jetzt den Flugplatz. Ja, wahrscheinlich kann man sich das noch frisieren und halt andere Flugzeuge hinzufügen. Aber es fliegt sich nicht schlecht, muss ich sagen. Ah ja, da habe ich, das ist Kelsterbach hier, ne? Meine ich. Da habe ich schon oft gestanden und fotografiert. Und da hinten links, da ist Zeppelinheim. Da ist ja ein Plane Spotting Ort. Also da stehen ganz viele Hobbyfotografen und warten auf die reinkommenden und startenden Flugzeuge und stehen dann da mit ihren Teleobjektiven und so. Das ist da ganz, ganz hinten. Da wo die. Wo jetzt die Maus ist, da irgendwo ist das. Da müsste doch eigentlich die Autobahn sein. Mal sehen, ob wir da irgendwo Frankfurt entdecken können. Frankfurt ist ja da hinten irgendwo. Ne, kann ich jetzt nicht. Ach doch, hier, das soll Frankfurt sein. Da diese Türmchen. Das soll Frankfurt sein. Da dieses da links. So, ich gucke jetzt noch mal schnell, ob ich die Autobahn. Ja, ich bin ein bisschen zu schnell, ich weiß. Ob sie die Autobahn auch zeigen. Doch, da ist so ein Strich, das wird wohl die Autobahn sein, da ist so ein dunkelgrauer Strich. Mal gucken, ob da Autos fahren. Naja, das soll die Autobahn sein, da sehe ich den Mittelstreifen. Ja, hier ist übrigens das mit dem Plane Spotting hier links. Hier so. Ups.
Das hier soll die Autobahn sein, hier dieses Graue da. Das hier müsste Zeppelinheim sein. Da sehe ich aber gar keine Autos. Ja, das da hinten ist Frankfurt. Gut, also kein Vergleich zu X-Plane und Microsoft Flugsimulator, ganz klar. Aber es fliegt sich ganz gut eigentlich. Fliegen tut's. Gut, also ich denke, das soll es mal gewesen sein. Bin ich jetzt nach wie vor nicht so begeistert von dem Programm. Aber vielleicht, ich meine, es kostet ja immerhin nichts. Vielleicht wollt ihr das ja mal ausprobieren und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Testen. Und jo, bleibt schön gesund und viel Freude bei allen euren Experimenten und so weiter. Bis bald.